Jehoram Jehoiu. The altar to Jehoram Jehoiu, god of destruction and chaos, is constantly surrounded by various magical explosions. You don't know where they are coming from. Steadfast followers earn great strength and chaotic power, but are often forced to participate in risky or dangerous activities. Und da wir leider weder sehr erfahren sind, nein, werden wir das nicht machen. Was hat der? The Shining Golden Altar belongs to the Glowing Guardian. Ach so, ja, das hatten wir ja schon mal vorgelesen. Der mag es nicht, wenn wir die Zombies umschlachten. Das hat der nicht gern. So, jetzt können wir... Nein! Ein Gold fehlt. Ein Gold fehlt. Das ist nicht sehr nett. Dann jag ich jetzt die Goldmünzen. Da sind Goldmünzen. So. Dann ist... Ja, okay. Egal, jetzt ist unser Angriff zumindest etwas stärker. Und das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen mehr rumknülzen. So, wir können das jetzt viermal machen. Das heißt, wir machen 16 Schaden. Die haben First Strike. Scheiße, die bringen uns um. Da. 1, 2, 3. Und stirb. Gut, jetzt sind wir schon mal auf Stufe 2. Das ist schon mal sehr erheiternd. Weil so haben wir erstmal auch mehr Lebenspunkte und einen etwas höheren Angriff. Und wir machen mehr Schaden mit dem Zauber. Das ist eigentlich, finde ich, das Wichtigste. Zack. Feuerball und verrecke. So. Wir gehen natürlich sehr freundlich mit unseren Gegnern um. So wie es sich auch gehört. So, du musst weg. Weiche. Ja. Was können wir damit denn jetzt umbringen? Das können wir viermal machen. Das heißt, wir machen damit jetzt 50 Schaden. 50, 50. Da, Serpent. Die können wir umknülzen. Pam. Und wir sind nicht vergiftet, haben jetzt allerdings kein Mana mehr, haben aber dafür... Ui, tolle Sachen gefunden. Wir machen gerade keine 50, weil wir haben dafür nicht genug Mana. Wenn wir das auf den machen, dann... Ach komm. Ich hau das jetzt einfach auf den drauf. Zack. Und nochmal. Und du bist tot. So, jetzt haben wir auch wieder mehr Lebenspunkte und können mehr Schaden rausdrücken. Und der würde uns totbrutzeln. Das ist nicht so schön. Moment, jetzt muss ich rechnen, ob das für den passt. Wir machen das viermal. Können das viermal machen. Und das würde heißen 4 mal 16, 40, plus 32, rechne ich richtig? Nee, Quatsch. 24. 64 Schaden machen wir. 64? Das müsste ja passen. Aber nee, der haut uns ja um. Der macht ja mehr Schaden als wir. Verdammt. Der macht mehr Schaden, als wir Lebenspunkte haben. Das ist nicht nett. Dann gibt's keinen 7 mehr von denen. Aber vielleicht... Nee, der hat auch zu... Oder? Ja, der hat zu viel. Dann brennen wir den 6er Goblin schön knusprig an. Sind ein Level höher. Machen jetzt mehr. Halten mehr aus. Jetzt können wir uns den bösen Zauberer zuwenden. Komm. Super Meat Boy, stirb. Du stehst uns im Wege. Trollherz. Adds one extra health when gaining a level. Sowas sollte man, wenn überhaupt, sehr früh kaufen. Weil nachher bringt es natürlich weniger und man bezahlt trotzdem noch dasselbe.
Den würden wir nicht überleben. Würden wir den jetzt überleben? Wir machen 25. Nee, würden wir nicht. Bedauerlich, bedauerlich. Ein Stufe 3, ja, muss her. Dann passt das nämlich genau. Aber hier ist doch da. Sterb. Dann können wir jetzt wieder das auf den Zauberer draufhauen. Zack. Und stirb. Schauen wir nach, was. Oh, Geld. Geld ist immer gut. Und ja, wieder der Goblin. Ah, verdammt. Magic Resistance 20%. Das ist ein bisschen schade. Aber wir hauen jetzt. Wie viel machen wir? 24. 24 mal 4. Das wäre jetzt eigentlich schön, wenn ich da hinkommen würde. So. Und wir kommen auf 25. Ja, das heißt, wir können das 5 ganze Mal machen. Das ist sehr schön. Das heißt, wir machen damit 120 Schaden, was immer noch zu wenig ist. Selbst der Meat Man. Ich will immer Meat Boy sagen, weil ich schaue mir die ganze Zeit die LP-Reihe von Emero an mit Super Meat Boy. Und es ist lustig, dem zuzuschauen, dem beizupflichten. Wundervoller Humor. Sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Und was haben wir hier? Tiki-Toki. Nein, Tiki-Toki brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich wieder The Pact Maker, aber der ist hier wahrscheinlich gerade gar nicht. Dann hauen wir dich zu Klump. Haben ja genug übrig, können nicht mehr zaubern. Benutzen dann halt mal das und wir haben überlebt. Sind sogar eine Stufe hoch. Und jetzt machen wir 140. Das würde passen. Eins, zwei, drei. Na, wähl doch aus. Vier und fünf und gewonnen. So, aber so langsam wird das dann so knapp mit den Mana. Wir hauen uns jetzt erstmal so etwas durch die Weltgeschichte. Hauen alles nieder, was klein und schmächtig ist. Und was keine Existenzgrundlage besitzen darf. Dazu zählt zum Beispiel dieser Meat Boy und dieser Meat Man. Verdammt nochmal. Wir sind in Stufe 8 und können jetzt 160 Schadenspunkte machen. Reicht das? Im Endeffekt würde es reichen. Wir sind Stufe 8. Das heißt, egal. Machen wir das einfach mal. Yes, we can. Jo, wir schaffen das. Obamas Wahlspruch kommt nämlich genau daher. Von Bob der Baumeister. Bob the Builder. Yes, we can. Ja, das schaffen wir. Und wie wir das schaffen? Anjebet Goblin Gulasch. Schön knusprig angebratenet Goblin Gulasch. Aber erstmal kloppen wir uns etwas mit den Zombies und dem anderen Gesocks, welches um uns rumfleucht, kriecht und fleucht. Oh, kriegen wir das so denn? Ja, das reicht. Dann kommen wir eine Stufe hoch. Sehr schön. Aber wenn wir uns jetzt noch mit den Schlangen kloppen würden, würde das nicht mehr hinhauen. Oder? Weil wenn wir für dich arbeiten, heilst du uns ja. Nur was bringt das dann? Garn, obwohl dahinter. Ah, soll ich nicht? Das ist. Ach komm, das schaffen wir, das schaffen wir. Ach, warum mache ich das jetzt? Das funktioniert. Das funktioniert. Und das funktioniert. So, jetzt will ich hoffen, dass der heilt uns leider nicht komplett von unserer Misere.
Dafür brennen wir dem jetzt ein gehöriges Loch in den Hintern. So, jetzt ist out of mana. Oh, rely on faith, not alchemy. Tut uns auch leid, ja. Ich hätte vorher vielleicht nachgucken sollen, was der uns für tolle Vorteile gibt. Also, dann hätte ich die Piety wohl nutzen können, weil 50 ist schon einiges. Und gebrutzelt. So. For slaying the boss with this class, you have unlocked the new items shop. Ja, das was da immer steht. You now have access to the sorcerer class, a potent spellcaster who uses his reserves of mana for various effects. New enemy dungeons will now randomly spawn goats, a weak creature with is nonetheless resistant to magic. Ich habe das erst gar nicht richtig gelesen. Ich habe das none, also N-O-N-E, nicht richtig gelesen. Ich habe gedacht, dass E-T-H-E würde zusammengehören. Hilfe, Schock, schwere Not. Und wir haben alles niedergemäht. So, was hätten wir denn machen können? Wir hätten uns heilen können. Wir hätten... Ja, das wäre praktisch gewesen. Egal, nehmen wir das noch mit und Ende. So, jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Ja, und das sind jetzt auch wieder zwei Parts. Das heißt, wir sind jetzt wieder im vierten Part. Und ja, mir bleiben jetzt noch knapp 3 Minuten. Was kann ich dann jetzt noch Tolles machen? Außer... Da. Ich weiß es nicht. Snackpit, Monk, Factory, Crypt, The Crypt. Für das nächste Mal versuche ich das nochmal mit dem Fighter, vielleicht so. Ja. See the location of monsters. Will survive first killing blow. Das ist auch verdammt praktisch, weil wenn man sterben würde, überlebt man dann den Schlag. Das ist nachher hier bei dem, ich weiß gerade nicht, wie das hier heißt. Das werden wir aber noch früh genug erfahren. Und ja, der hat eine Fähigkeit, er hat einen Zauberspruch. Und das ist hier Pit Dog, ständig auf sich selbst zu zaubern. Das ist auch sehr lustig, sehr praktisch. So, aber ich denke, das genügt für heute. Das genügt. Ja, und damit sage ich bis zum nächsten Mal bei Let's Play Desktop Dungeons. Dann geht's weiter mit Human und den Fighter und dann wird entweder Goblin-Gulasch gemacht, Zombie-Soufflé oder was weiß ich nicht alles, was wir da haben. Da haben wir ja auch die bösen Warlocks. Ja, aus denen machen wir dann Schaschlik. Ja, die Schlangen, die tun wir dann auf eine Pizza drauf verteilen. Ist zwar nicht jedermanns Sache, aber das gibt es auch toll. Zum Beispiel in Pizzasyndikat kann man auch solche Sachen machen. Ganz toll, ganz lecker, ja. Man ist nie allein, wenn man isst. Es gibt immer andere Menschen, die dabei essen. Und ich rede gerade zu viel, darum sage ich an dieser Stelle... Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis Part 5. Ciao.